Guten Morgen, hier zum neuen Vlog auf Better Feel Werden. Ich begrüße euch alle zusammen. Eine noch neue Woche ist angebrochen, wie immer. Wir stehen jetzt hier auch gerade schon wieder an einem neuen Stellplatz, was ihr noch gar nicht weiter gesehen habt. Oh, ganz schön hell sehe ich gerade. Können wir mal wieder direkt zeigen. Ist mal wieder viel passiert. Das letzte Mal habe ich noch so ein kleines Q&A gemacht. Und jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt hier fast ganz unten südlich vom dritten Finger der Peloponnes. Heute bin ich schon ein bisschen gearbeitet, deswegen gibt es jetzt auch erst den Start in die Woche. Ich muss auch sagen, heute ist Dienstag und nicht Montag, weil ich dann doch so viel zu tun hatte. Deswegen gibt es heute erst den Start. Und hier, oh, ist immer noch so hell. Kamera, komm klar. Da, guck mal, ist wieder sehr, sehr geil. Und jetzt fahren wir runter zum Geopark. Da gibt es nämlich wohl einen versteinerten Wald. Den gucke ich mir mit dem Leo an. Und uns haben noch zwei andere Leute gesagt, nämlich, dass wenn man einmal bei diesem versteinerten Wald war, dass man dann auch bei anderen Stränden dann sehen kann, dass dort auch versteinerte Sachen rumstehen. Also da soll es wohl so versteinerte Palmen und Muscheln oder sonstiges geben. Ich habe keine Ahnung, ich habe ein paar Bilder gesehen, aber ich lasse mich überraschen, wie es denn da ausschaut und was da so passiert. Wir nehmen euch natürlich mit, wie immer. Jetzt geht es für uns los. Noch eine kleine Sache, wir haben nämlich auch noch vorgestern bei einem Stellplatz hier noch ein sehr junges Paar, 19 Jahre alt, aus Karlsruhe getroffen. Die sind dann gestern hier auch noch hingekommen. Die stehen da oben mit ihrem Crafter, VW Crafter, und die hatten wir gestern noch einen schönen Abend zusammen, noch was getrunken, und das wollte ich noch erzählt haben. Nebenbei ist genau gegenüber von uns die Insel Elafonissos, da wollen wir vielleicht am Wochenende oder vielleicht auch morgen, übermorgen, ich weiß noch nicht ganz genau, wie der Plan ist, wollen wir einmal rübergehen, weil die Fähre kostet nur ein paar Euro. Und die soll sehr, sehr schön sein. Die haben uns nämlich Leute aus Pinneberg, haben die uns empfohlen. Also schauen wir mal. Jetzt geht's los. Nehmen wir euch mit. Ab zum Geopark. Ja, jetzt sind wir hier, gerade mal ein bisschen gelaufen, sind hier auch am Wasser. Boah, ich sehe so bescheuert mit diesem Hut aus, aber ist mir egal. Experience, yeah! aber wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich die ersten versteinerten Sachen gefunden. Die habt ihr jetzt auch gerade schon mal gesehen irgendwie. Weil hier, wenn nicht, das sollen beispielsweise versteinerte Bäume sein, also so die Stümpfe davon, also wie das hier. Und die erste versteinerte Muschel im Boden haben wir jetzt auch schon gesehen. Aber irgendwie habe ich mir noch mehr erhofft. Ja, aber ich bin ja gerade erst am Anfang. Leo ist eigentlich nur auf der Suche, wie komme ich am besten ins Wasser. Den interessiert das natürlich gar nicht. Aber eine Win-Win-Situation, ich kann hier ein bisschen Kultur machen. Ich als Kulturbanause und Leo kann ein bisschen schwimmen gehen. Super, Win-Win. Weiter geht's.
Moin Moin zusammen. Wir sind jetzt wieder am gleichen Stellplatz angekommen, weil ich habe den allerersten Regen hier. Also davor hieß es ja immer, es soll regnen und am Ende war es dann 3 Tropfen. Ist auch dann nicht viel gewesen. Und wir haben jetzt das erste Mal wirklich so ein bisschen Regen, dass ich den Scheibenwischer bei der Fahrt anmachen musste und dass es draußen wirklich kalt wurde so langsam. Jetzt sind wir hier im Van, bei dem Stellplatz halt von heute. Wir werden die Nacht hier wieder verbringen und dann geht es auch morgen so wieder in Richtung Norden, schätze ich mal, weil Elafonissos will jetzt nicht, ob ich mir das dann doch angucke oder nicht. Vielleicht fahre ich doch rüber. Ach, keine Ahnung. Ich mache mir auf jeden Fall dann einen Plan. Ja, jetzt ist erstmal dann Kochen angesagt später. Die anderen aus Karlsruhe sind wieder da. Die haben jetzt eingeladen dann zum Kochen, wobei ich gehe dann rüber zu denen, weil die haben mehr Platz zu dritt. Und dann ganz entspannten Abend nur noch. Wasser habe ich noch aufgefüllt gerade, getankt habe ich. Also so die Sachen, die man immer noch machen muss. Und also jetzt ist nur noch ein bisschen chillen angesagt. Heute Abend spielt Deutschland. Vielleicht gucke ich mir das Spiel noch an, aber ich glaube nicht, weil durch die Zeitverschiebung das erst um 11 Uhr anfängt und dann ist mir das auch wieder alles zu spät. Ich muss ja morgen arbeiten und das gute Datenvolumen. ja, in diesem Sinne erstmal. Morgen geht's weiter. Let's see. Einen wunderschönen guten Tag aus dem Paradies hier aus Griechenland. Wir stehen ja, wie ich ja gestern schon erwähnt habe, an dem gleichen Standort. Wobei diesmal ein Stück weiter oben und dann fühlt es sich direkt an wie ein neuer. Mit einer kleinen Schaukel hier und baden waren wir heute auch. Das Wetter ist endlich wieder gut, wenn man einmal kurz ein bisschen Regen hat und draußen nicht mehr so viel machen kann, ist das direkt schlecht. Aber ich habe die erste Hälfte des Tages jetzt mal wieder gearbeitet und jetzt geht es für uns auf Elafonissos. Wir haben uns entschieden, da auch nicht zu übernachten, weil momentan geht das halt wirklich nur auf einem Campingplatz und da haben wir jetzt ja keine Lust zu. Das heißt, wir fahren darüber, kostet wohl auch nur 1-2 Euro pro Person. Schauen uns das Ganze an und dann fahren wir weiter in Richtung Norden, so ein bisschen immer Stück für Stück jetzt in Richtung Athen. Das ist das Ziel und für uns geht's jetzt los! Da sind wir auf Elafonissos. Ja, das musste jetzt auch alles relativ schnell gehen, weil ich bin zur Fähre gefahren und habe schon gesehen, dass die Fähre da ist. Habe schnell meine 7 Sachen gepackt, habe mein Auto beim Parkplatz der Fähre abgestellt und ja, die Fährfahrt hat einen ganzen Euro gekostet. Also das ist ein Witz. Also wie soll sich das Ganze rentieren? Der Hund hat nichts gekostet. Der liegt jetzt auch hier, wir waren gerade schon schwimmen und ist wirklich ganz geil, weil kaum was los und wir sitzen jetzt hier gerade am Strand
und wir haben noch nicht so viel gesehen. Also wir sind angekommen, ein bisschen durch die Gassen gelaufen und jetzt schauen wir mal ein bisschen hier rum. Die anderen Leute aus Karlsruhe, die haben sich hier einen Roller gemietet. Die sind heute früh schon hierher gefahren. Und ich hatte erst überlegt, ob ich mir denn ein Fahrrad nehme, aber ich glaube, das ist dann doch zu viel heute bei dem Wetter auch mit dem Hund. Dann laufe ich halt so ein bisschen durch die Gegend, hab ja Zeit, ja, und dann schauen wir mal, wie viel denn so los ist, und dann fahren wir heute Abend wieder zurück mit der Fähre und dann geht's weiter. In diesem Sinne, wir sind gespannt, was noch, was wir hier noch so alles sehen und erleben. Hallo, hallo! Es ist gerade was sehr Unvorhergesehenes passiert. So richtig. Ja, ich bin gerade mit einem Motorroller unterwegs. Und Leo ist nicht da. Ich habe die Leute aus Karlsruhe getroffen, wie ich ja vorhin irgendwie auch erzählt habe, dass die sich hier einen Roller gemietet haben. Und dann habe ich die wirklich, ich bin gerade spazieren gegangen und dachte, okay, laufe ich hier mal ein bisschen rum. Und dann sind die mir gerade entgegengekommen mit dem Roller. Dann haben sie kurz, oder sind sie stehen geblieben. Dann haben sie gesagt, so hier, zu Fuß ist das, hast ja ganz schön was vor dir hier. Wir haben das gerade einmal umfahren und wir wollen jetzt eh Eis essen gehen. Brauchen den Roller eh gerade nicht. Und hier mit Versicherung und so, das ist ja, das interessiert ja keinen. Haben sie gesagt, hier, nimm den Roller, let's go. Und jetzt gucke ich mir den ganzen Spaß hier nochmal an und darf den Roller benutzen. Ist schon sehr geil. In diesem Sinne, schauen wir mal, was man alles jetzt hier noch so erlebt. Schopp, top, schopp, drüber. Wir haben jetzt den Roller wieder abgegeben, oder was heißt wir, ich habe den Roller abgegeben, die zwei habt ihr jetzt gerade auch gesehen, mega geil gewesen, also das war wirklich ein kleines Highlight für mich. Wir laufen jetzt hier gerade auf der Hauptstraße, aber hier kommt halt so gut wie kein Auto vorbei. Jetzt geht's zurück zur Fähre, die fährt um 18 Uhr, jetzt haben wir so 25 Minuten, bis wir da sein müssen und dann fahren wir weiter zum nächsten Stellplatz. Ja, war echt ganz cool. Also wenn man hier in der Nähe ist, kann man das auf jeden Fall für so einen Tagesausflug machen. Also eine Empfehlung ist raus. Moin moin zusammen! Wir sind wieder auf einem neuen Stellplatz angekommen. Wir waren ja gestern auf Ella von Nissos. Wir sind dann jetzt nur noch hier abends dann hergefahren. Das war auch, glaube ich, bis dato das Späteste, was ich jemals bei einem Stellplatz jetzt angekommen bin, aber alles gut gefunden. Laut Park for Night soll man Bodenfreiheit haben und so, aber ich dachte mir, ach komm, das wird schon. Hab immer noch nichts gelernt aus den anderen Routen und aus meiner Panne, aber ist alles gut gegangen, also von daher bin ich sehr zufrieden und ich bin mal wieder an einem Stellplatz ganz für mich alleine. Das habe ich schon echt wieder vermisst, muss ich sagen, weil die letzten Tage, schon fast Wochen, stand ich immer mit anderen Leuten und nie so komplett für mich, ohne dass mal hier irgendjemand vorbeigekommen ist. Gestern Abend war hier noch ein Auto, was einmal hier gewendet hat und wieder zurückgefahren ist, aber das war es dann auch. Und ja, ich kann, ihr habt es ja schon mal gesehen jetzt hier. Ich habe heute auch schon wieder gearbeitet. Hab mir hier einen ganz coolen Arbeitsplatz eingerichtet, schön mit meinem Sonnenschirm und war sogar heute früh das erste Mal joggen seit langer Zeit. War schon ganz geil, weil morgens irgendwie relativ früh aufgestanden und dann direkt los, weil ich dachte, okay, ich habe nämlich mal
wieder meine Solardusche ausprobiert. Da ist noch ein bisschen Wasser drin. Das benutze ich nachher noch zum Abwaschen. Da habe ich auch mal wärmeres Wasser zum Abwaschen. Hat super nebenbei auch funktioniert wieder. Kann also nur empfehlen, so eine Solardusche mal mitzunehmen als Notfalldusche. Danach fühlt man sich immer doch sehr fresh, muss ich sagen. Ja, wir haben hier schon ein bisschen erkundet, sind hier durch die Gegend gelaufen. Hier gibt es leider gar keinen Zugang zum Wasser, weil das dann doch alles relativ felsig ist und viel Gestrüpp. Aber ist echt schön hier, muss ich sagen. Also man hat halt wirklich keine Menschenseele hier. Eine Nacht schlafen wir jetzt hier noch. Morgen geht es auch weiter wieder in Richtung Norden, weil dann wollen wir in Richtung des Daumens fahren von dem Peloponnes, weil wir müssen nächste Woche Donnerstag, also wir haben heute auch Donnerstag, muss ich in Athen sein, und wenn ich von hier bis nach Athen fahren würde, wären das irgendwie 3,5 Stunden. Deswegen machen wir das schön Step für Step und sind dann, ja, schätze ich mal, nächste Woche dann irgendwo in der Richtung in Athen. Das war es erstmal für den Abend, jetzt wird nur noch was gekocht. Und dann lade ich noch das andere Video hoch, weil das hat alles mal wieder länger gedauert. Aber das habt ihr ja im alten Vlog schon gesehen oder im letzten Vlog. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis, ja, gleich. Bis zum nächsten Stellplatz, schätze ich mal. 9 zusammen. Wir haben gestern noch einen mega entspannten Tag am Strand verbracht. Ich bin jetzt hier gerade mal wieder im Van, weil es doch super, super warm ist draußen, wenn die Sonne die ganze Zeit so ballert. Und hier im Van muss ich sagen, es ist echt kühl. Wir haben hier hinten, ja, es sieht ein bisschen wüst gerade aus, der Laptop steht auch hier, aber wir haben hier hinten halt immer die Türen offen, damit so ein schöner Durchzug entsteht. Und dann ist es echt angenehm hier. Also draußen sind bestimmt 32 Grad oder so, und hier drin ist es angenehm kühl, weil man immer so einen schönen Luftzug hat. Ja, und dann haben wir schön irgendwie den Tag am Strand verbracht, ein bisschen geschwommen, also ein ganz entspanntes Wochenende gehabt. Und dann habe ich noch wieder mal Leute getroffen, die ich davor gesehen hatte. Nämlich eine Familie aus Freiburg mit ihren 2 Kindern, und die Kinder stehen total auf Leo. Die sind dann immer Gassi gegangen mit dem und konnten den schön auspowern. Und dann habe ich mit dem Vater noch das Deutschlandspiel geguckt. Ich habe nämlich noch ein bisschen Datenvolumen übrig. Und dann haben wir uns dann schön abends hingesetzt. Ich habe den Laptop ausgepackt und dann haben wir das Deutschlandspiel geguckt. Natürlich mit gar keiner Erwartung rangegangen, und dann so ein Spiel noch zu sehen, da hat sich
jeder Megabyte auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann geht es auch für uns jetzt heute weiter zum nächsten Stellplatz. Jetzt geht es so richtig auf den Daumen in der Nähe von der Höhle. Die wollen wir uns dann angucken. Aber das Ganze seht ihr auch wieder im nächsten Vlog, weil jetzt geht es daran, den zu schneiden, hochzuladen. Diesmal kommt er auch, soweit ich weiß, pünktlich. Müsste ich jetzt diesmal alles schaffen. Also freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne wieder ein Abo da. Für die, die noch nicht abonniert haben, ein Like, ein Kommentar, schreibt fleißig rein. Damit helft ihr mir wirklich. Ich habe mega viel Spaß immer noch daran, die Videos zu machen. Es ist einfach so toll, sich das auch mal wieder anzugucken, was man dann am Anfang der Reise so erlebt hat. Also schaltet auch wieder nächste Woche ein beim nächsten Vlog. Freut mich. Bis dahin. In diesem Sinne. Ciao.